Hallo und willkommen bei Modellbau 126. Tja, heute mal wieder ein kleines Video nach langer Abstinenz. Habe ja lange keine Zeit mehr gehabt, irgendwas zu machen, und auch auf der Rennstrecke sah es ganz schlecht aus. War viel unterwegs in letzter Zeit und habe einige Sachen gemacht und werde auch noch ein bisschen unterwegs sein. Das heißt, habe nicht allzu viele Zeit, um mich mit Modellbau auseinanderzusetzen im Moment und Videos zu machen. Ja, nichtsdestotrotz mache ich heute eins, und zwar geht es heute um mein Inferno, und da ist der Seilzugstarter ein bisschen matt, ja, zieht ab und zu leer. Das heißt, das Freilauflager im Seilzugstarter selber ist hinüber. Ich habe da hier ein paar Ersatz dabei, und ja, die werde ich jetzt austauschen. Das heißt, ich werde die Hinterachse wegmontieren, ich werde den Seilzugstarter abbauen, dann werde ich das Freilauflager aus der alten Mitnehmerschraube entfernen und werde das neue einsetzen. Und das mache ich jetzt einfach vor Kamera. Und für den einen oder anderen ist es vielleicht ganz interessant. Wenn es nicht interessiert, der braucht sich auch das Video nicht anschauen. So, jetzt mit ganzen Schrauben raus hier. So, dann wollen wir mal die Hinterachse runterbauen. Na, bleibst du hier. Ist immer schwierig, das Ganze in der Kamera zu machen, damit man da auch was sieht. Ja, ist ja klar, sind da nur Schrauben rausdrehen. Das ist, denke ich mal, für niemanden ein großartiges Problem. Die kosten zwei. Das sollte jeder können. Ich bin auch heute beim André. Das heißt, ich habe nicht mein eigenes Werkzeug. Ich muss nur ein bisschen improvisieren. Aber funktioniert ja ganz gut. Ist ja nur der Seilzugstarter, also nichts Großartiges. Dann schrauben wir den Fall nochmal dahin, wo du es nicht brauchen kannst. Ich denke, ich werde das Ganze nachher ein bisschen beschleunigen. Weil das ist satirisch langweilig für euch dazu zu schauen. Ja, fällt so schnell ab. Nee, als Anbausteckdose, die wie im Katalog ist, aber die gibt es auch noch. So, das wäre schon die Hinterachse. Fällt das auch noch drin und reinigen. Stecker haben sie die anschraubbaren, wenn die anschraubbaren Dosen waren. Die fett. Schaut euch das an, wie viel Fett da noch klebt. Bäh, widerlich, aber gut. Ja, mach jetzt mal sauber und dann geht's weiter. Okay. Der hat gesagt, das Team L, sie haben mir eins zugeschickt, aber das ist genau das gleiche, was ich schon eingebaut habe. Das ist der fürs Platz. Ohne Differential. Steht aber drauf. Aber das mit Differential hat das nichts zu tun. Ist das falsche Teil, oder? Ja, aber ich habe im Internet auch nicht wirklich für alle aber erstmal was verkaufen, ne? Das ist so ein Ding. So, das ist ja kostenlos zugeschickt. Ja. Das soll ein bisschen sauber machen. Jetzt auch gemacht, das habe ich doch da festgeschraubt. Schraubensicherung drin. Oh ja. Ja, Schraubensicherung ist ganz gut ab und zu. Kann man gut brauchen. Ja, ich glaube, für das hier brauche ich es nicht, aber. Gestern erst mal aufgemacht. Gut, schaut auch nicht so schlecht aus. Genau, da haben wir das Lager.
Und das werden wir jetzt entfernen. Einfach raustreiben und dann machen wir da ein neues rein. Und dann müsste die ganze Sache wieder passen. Gut, ich habe jetzt das alte Lager entfernt, wie man so schön sehen kann. Die Schraube ist leer und hier ist das neue. Das kommt jetzt genauso rein wie das alte. Und dann sollte das Ganze wieder passen, hoffe ich. Das mache ich jetzt eben mal und dann schauen wir weiter. So, wie man sehen kann, ist das Lager wieder drin. Ich habe das einfach mal ohne Kamera jetzt gemacht, weil es ist ein bisschen schwierig vor der Kamera. So, dann werden wir das ganze Teil wieder einbauen und dann sind wir schon fertig. Im Prinzip kein großes Ding. Darf ich den Seilzugstarter wieder montieren und da. Dann passt das. Jetzt passt das nicht mehr hier rein. Ich hab mich schon gewundert, wo dein Kaffee bleibt. Gut, dann werden wir den Seilzugstarter jetzt wieder montieren. Da habe ich gerade die Lösung für mein Problem der unterschiedlichen langen Achsen von vorne gefunden. Schau mal. Das ist die Achse von der Mitte. Aha. Das ist die Achse von dem Querrum. Das sind genau die Millimeter Unterschied. Okay. Da ist da vorne eine falsche Achse drin gewesen. Na, das macht eine ganze Menge aus, genau. Ja, das sind 6, 7, 8 Millimeter. 7, 8 Millimeter, oder? Aber jetzt geht's ja. Da, schon, schon erledigt, ich habe ein Tempo benutzt. Unten sind noch Putzlappen unter zu deinen Füßen, das alles gezeigt. Na, passt schon. Ging hauptsächlich um das Fett, das war ein bisschen widerlich. Ich mache aber gerne, wenn ich schon mal aufschraube, den Trecker ein bisschen weg, habe ich zum Malen nicht angekommen. Ja, das auf jeden Fall. Wenn man schon mal so das Ding auseinander nimmt, dann sollte man gleich den Dreck entfernen. Meine Karre sieht sowieso aus wie die Sau, aber es ist halt ein Gebrauchsgegenstand, mein Gott. Es muss nicht schön sein, es muss funktionieren. Ja, und schön und funktionieren wir natürlich das Optimum. Ja, ideal ist natürlich klar, wenn es gut aussieht und gut funktioniert, klar. Aber naja, die Dinger werden halt einfach mal dreckig, mein Gott, das ist halt so. Das müsst ihr Klagbahnen kaufen. Hab ich auch. So, mal gucken, ob die neue Schraube hier passt. Ja, ich glaube, das Werkzeug ist ein bisschen schwierig. Ja. Bei dem Reli habe ich mir gestern so, habe ich mich ein bisschen belesen. Man kann halt Glück haben, dass man qualitativ ganz gut kriegt. Man kann sich Pech haben. Das ist alles schwarz. Ja, das ist aber, glaube ich, bei jedem so. Ich brauche mal einen anderen Schraubenzieher. Das ist hier. So, einen passenden Nimbus gefunden, dann können wir die letzte Schraube auch reindrehen. Ich habe die eine ersetzt durch eine neue. Die war ziemlich fertig, die hat sich fast gar nicht mehr schrauben lassen. War ziemlich überdreht. Dafür ist jetzt die hier umso besser. Okay, alles klar. Prüfen wir sie nochmal, die anderen. Das ist jetzt gut. Die sitzt auch hervorragend. Was ist mit dem? Ja, die passt auch. Schauen wir mal. Boah. Ja, Gott sei Dank. Oh, das geht zu straff. Das wird was. Das ist zu fest. Gut, Seilzugstarter ist wieder dran. Und wie man sieht, es funktioniert auch. Ja, ich war selber ein bisschen blöd und habe das Freilauflager falsch rum in die Schraube reingemacht, beziehungsweise die Schraube war falsch rum und deswegen hat die immer am Motorgehäuse zu fest angedrückt und deswegen ist der Seilzugstarter nicht mehr zurückgegangen. Die konnte sich quasi nicht mehr bewegen, aber jetzt passt und jetzt setzen wir die Hinterachse wieder an und dann sind wir auch schon fertig. Die habe ich jetzt ein bisschen frisch gefettet, ist einfach ein bisschen Fett drin. Ja, richtig schön batzig, damit das alles schön sauber läuft und tut ja auch. Gut, dann montiere ich das Ganze jetzt wieder und dann war es das schon.
Ja, das Ganze ist ein bisschen tricky, deswegen habe ich das jetzt schon vorbereitet. Jetzt ist zumindest wieder die Welle drin. Jetzt muss ich das ganze Gerät hier noch einsetzen. Das geht aber auch ein bisschen schwierig da rein. Das mit dieser beweglichen Kugel, das ist jetzt so ein Ding. So passt genau, dass es nicht passt. Super geil, durchgedrückt. Super. Ich möchte die Schraube noch versenken. Wahnsinn, wie schwer ging das alles ist. Gut, passt wieder. Die Achse befestigen. Ich habe schon mal zwei Schrauben reingemacht, um das Ganze ein bisschen zu stabilisieren, zu fixieren. Ups. Fest anziehen, damit wir die Achse nicht verlieren und damit kein Zwischenraum zwischen der Achse und dem Differential ist, der Bodenplatte, damit kein Dreck reinkommt. Ich habe so ein bisschen Fett rundherum geschmiert, um das Ganze nochmal abzudichten. Aber man kann ja nie wissen, ne? Nachziehen, passt. Bevor wir auch noch gleich mal prüfen. Na, schon mal dabei sind. Gut, passt perfekt. Das ist wieder drin, Welle ist drin. So muss sein. Der Selbststarter funktioniert auch. Top. Dann sage ich danke fürs Anschauen und ich hoffe, wir sehen uns bald im nächsten Video. Ich hoffe, ich finde mal wieder Zeit, eins zu machen. Also dann, bis demnächst. Ich habe mir gerade überlegt, ich mache noch einen kleinen Motorentest. Ich hatte ihn eben schon an, also laufen tut er. Aber um euch das nochmal zu zeigen. Geht wie die Sau, geil.